Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik Quick and Dirty. Was mich gerade so umtreibt aus der Lego-Welt, zum Beispiel ein Kauf. Ich habe ja immer gesagt, das Ding hole ich mir nicht, das ist mir viel zu teuer. Ja, nun steht's da, ne? Meine Frau weiß noch nichts davon. Blöd, dass sie gerade zuhört. Genau. Ist nämlich der Porsche, dass der jetzt inzwischen hier Einzug gehalten hat. Gab's aber im Angebot. Also so gesehen kann ich beruhigen. Zurzeit gibt's den 70 Euro billiger oder gab's zumindest bei Amazon. Ah, dann bin ich doch schwach geworden. Hübsch ist er ja trotzdem irgendwie. Aber das ermöglicht mir also auch, dieses gute Teil demnächst hier mal vorzustellen. Was ich wohl nicht mehr großartig vorstellen muss, weil es vielleicht die meisten ja schon gesehen haben bei unserem Fan-Talk, aber ich erzähle es trotzdem, weil es natürlich, nicht, dass ich es nachher nicht erzählt habe, dass es eine ganze Reihe Modelle in nächster Zeit geben wird, die nicht mehr erhältlich sein werden bei Lego. Und das bedeutet in der Regel, dass diese Modelle dann kurz danach mindestens ein paar Euro teurer sind, manchmal das Doppelte kosten. Das könnte zum Beispiel, weil hier steht es, Einstellung in Kürze, den Sandcrawler betreffen für knapp 300. Schön, dass es ja zurzeit auch doppelte VIP-Punkte gibt. Das macht es einem ja vielleicht einfacher. Und dass es zurzeit auch noch diesen Weihnachtskalender dazu gibt. Den finde ich ja wirklich hübsch. 300 Euro muss natürlich jeder selber wissen, wie immer, ob ihm das wert ist. Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, musste den dann wieder zurückschicken. Aber ja, gefallen hat er mir auf jeden Fall. Der ist richtig wuchtig, schön kompakt, hat drin auch ein bisschen was und ein paar Funktionen. Also wenn man 300 Euro locker hat und Star Wars Fan ist, sollte man sich den noch geholt haben oder hat ihn sowieso. Wenn man die Modulhäuser sammelt, dann ist die Zoohandlung da bald weg. Und wenn man die noch nicht hat, dann kann es teuer werden, wenn man die Sammlung dann zumindest in die Richtung komplettieren will. Das Sydney Opera House, das hat noch ein Bekannter von mir oder ein Freund. Den muss ich nochmal kontaktieren, damit ich mal das Video zeige. Der hat es nämlich schon aufgebaut, sieht auch ganz schick aus. Aber ich war noch nie in Sydney, deswegen, ja gut, brauche ich ihn nicht unbedingt. Den Wally da hingegen, den finde ich mit eins der schönsten Modelle der letzten Zeit. Mehrfach schon verliehen und verschenkt. Nicht verliehen, Quatsch, wer verleiht denn Lego, Firmen, die damit Geld verdienen, nee, also verschenkt und man sieht, die Möglichkeiten zu verschenken gehen demnächst den Bach runter, weil er dann nicht mehr da ist, der ist doch so süß, ja, auch ein Video schon so gemacht. Der Ecto One, ja, gut, ich finde ja der neue Ecto One ist auch nicht hübsch, schlechter, also ist genauso hübsch, also gut, dafür sind aber noch die alten Recken dann als Minifiguren da, also wer den alten Film besonders mochte, muss da noch zuschlagen. Ja, Ewok Village habe ich nicht, finde ich immer so ein bisschen viel an Kleinkram, aber ja, Star Wars Fans können da natürlich noch zuschlagen. Doctor Who Fans sollten schnell zuschlagen, da sieht man einen Rückstand. Sie versuchen noch Modelle wohl aufzutreiben und die dann zu verschicken, aber da ist schon ein direkter Versand wohl nicht mehr möglich, aber man kann es noch bestellen. Und schließlich hier Big Bang Theory für 59,99, auch das wird bald eingestellt. Auch ein schönes Modell, insbesondere wenn man denn eben Big Bang Theory Fan ist. Allen anderen ist das Ding, glaube ich, so völlig Banane. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Wie schön, dass bald Weihnachten ist. Weihnachtsgeld kommt aber erst noch, befürchte ich. Also muss man sich überlegen, was man da investiert. Kommen ja auch noch, oder sind ja auch viele andere schöne Sets. Aber nur, dass ich es nicht, also man muss es dann schon erwähnt haben, weil teuer wird es demnächst, also die meisten davon werden definitiv teurer, da bin ich mir ziemlich sicher. Das war's für heute. Quick and Dirty. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.